Hallo, ich bin Galina. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man Mehlschwitze macht. Um die Soße für 4 Personen ausreichend zu machen, brauchen Sie 30 Gramm Mehl, 50 Gramm Fett, Butter oder Öl, eine Zwiebel, mittelgroß, halben Liter Wasser oder Brühe, Salz und Pfeffer, nach Belieben auch andere Gewürze. Erhitzen Sie das Fett und rühren Sie nach und nach das Mehl hinzu. Rösten Sie das Mehl leicht an. Ergänzen Sie die Mehlschwitze mit gehackten Zwiebeln, die Sie gleich mitrösten. Pfeffern und salzen Sie die Mischung nach Geschmack. Füllen Sie die Soße nach und nach mit Flüssigkeit auf. Das Ganze wird aufgekocht und, falls gewünscht, mit Muskatnuss gewürzt. Die fertige Soße können Sie auch mit etwas Schmand oder saure Sahne verfeinern. Bon Appetit!